Howdy, ihr schäbigen Pinkertons, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption 2. Ich freue mich sehr, dass du, kleiner Lümmel, eingeschalten hast. So, liebe Freunde, es ist Freitag. Ihr hattet bestimmt eine stressige Woche, aber was soll ich euch sagen, Freunde? Ich denke mal, die meisten von euch haben es jetzt geschafft. Und was gibt's da Besseres, als schön am Nachmittag, Abend sich eine schöne runde Rucke reinzuziehen. Ja, wie er den Wilden Westen bestreitet. Liebe Freunde. Und wir spielen einfach mit John Marston. Ich kann es immer noch nicht glauben. Im alten Gebiet. Es ist ein Traum. Freunde, heute kommt die letzte Folge The Dark Pictures Little Hope zusammen mit Lucy. Würde mich freuen, wenn ihr da für das große Finale nochmal einschalten würdet. Und am Sonntag, liebe Freunde, ihr wisst, der Ruckel ist ein Arbeitstier. Ja, da gibt es keine Pause. Am Sonntag startet ein ganz, ganz neues Projekt. Diesmal Solo. Und da spiele ich einen alten Klassiker. Also wirklich, wirklich einen Klassiker, liebe Freunde. Mehr möchte ich dazu aber nicht sagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. So, liebe Freunde. Erstmal, eine Sache, die Katharina hat mir geschrieben in die Kommentare, ich kann auch mal wieder gucken, ob es nicht von John Marston auch ein Tagebuch gibt. Und das gibt es, liebe Freunde. Und da schauen wir jetzt mal rein. Ist das Arthurs Tagebuch? Das ist Arthurs Tagebuch, oder? Ja, jetzt ist nur die Frage, bis wohin ich gelesen hatte. Aber das durften wir ja dann am Schreibstil erkennen. Ja, hier geht's, glaube ich, los. Pronghorn Ranch. Ach du Scheiße, ich muss jetzt wie John reden. Nach meiner Rückkehr in diese Gegend habe ich Arthurs altes Tagebuch mal wieder ausgegraben. Waren schon merkwürdige Wanderjahre. Und jetzt bin ich hier in der Gegend, in die wir geflohen sind, als vor vielen Jahren alles um uns herum zusammenbrach. Meine Erinnerungen sind voller Geister. Es waren harte Jahre. Jack mag mich nicht und Abigail kann mich nicht ausstehen. Oder was andersrum. Ich habe einen Kerl umgelegt, nur weil er mich dumm angeschaut hat. Abigail will, dass ich mich niederlasse, sesshaft werde. Um was zu tun? Seit langem geht alles schief, was ich anpacke, und jetzt bin ich wieder da, wo ich angefangen habe. Naja, sieht aus, als wäre die Sache im Norden nicht so gut gelaufen. Ich frage mich, ob an diesen Schatzkarten wirklich was dran ist. Oh, haben wir da etwa... Bandenersparnisse anzeigen? Oh nein. Oh nein. Oh nein, muss ich jetzt... Oh Gott. Oha. Oha, nein. Oh, war der Kapitel. Ich kann schneller skippen. Ja, okay. Das... habe ich natürlich nicht bedacht. Das ist jetzt wieder von... Oder? Aber das ist doch jetzt von John, oder? Ja. Egal, wir machen jetzt hier weiter. Sie ist gegangen, hat mich verlassen. Hat mich ja oft genug gewarnt. Sie hätte nicht Unrecht. Ich würde mich auch verlassen, wenn ich könnte. Und was jetzt? Keine Frau, kein Sohn. Dafür bin ich jetzt ein mieser Ranch auf einer miesen Ranch. Diese reichen Bastarde, die Laramies, wollen den alten Geddes tot sehen. Wenn ich Verstand hätte, würde ich für sie arbeiten. Aber ich mag Geddes irgendwie. Hab einen seltsamen Kerl getroffen, hat sich für einen Propheten gehalten. Blind war er auch. Okay, Freunde.
Das werde ich auf jeden Fall noch bereuen, das so vorzulesen, weil mir tut die Stimme jetzt schon weh. Was soll ich sagen? Okay. Mal kurz ein bisschen leiser machen hier. So, wir sind jetzt wieder auf Bonnie McFarlane's Ranch. Da hatten wir letzte Folge aufgehört. Und ich würde sagen, wir erkunden noch ein bisschen weiter. Oh, Freunde. Ey, es tut mir leid. Wir müssen uns noch mehr angucken. Wir müssen uns noch mehr angucken. Wir müssen nach Armadillo, Freunde. Hier haben wir das Rennen gemacht gegen die Bonnie. Hier sind wir lang geritten. Es ist einfach saugeil. Freunde, ich hoffe, bei euch ist nicht allzu warm. Also so, dass es noch erträglich ist. Bei uns im schönen Leipzig. Hier brütet es noch ganz schön. Einfach saugeil. Ach, Freunde. Ich hoffe, es gibt hier auch noch in dem Teil einiges zu erkunden. Ich glaube, ihr habt auch in die Kommentare geschrieben, dass es einige Sachen noch gibt, die man finden kann. Aus dem ersten Teil quasi. Also kleine Easter Eggs. Da unten, Freunde. Da ist Armadillo. Ja, und ich hatte übrigens auch privat gesprochen mit Kerni und The Great Emu. Hat mich sehr gefreut. Und das können wir auch gerne mal wieder machen. Da würde ich dann einfach, wenn ihr auch Bock habt, mal in Discord zu quatschen. Es war mega entspannt. Wir haben uns viel über Red Dead Redemption unterhalten. Also, wie gesagt, Freunde, wenn ihr gerne mal ein bisschen quatschen wollt, kündige ich natürlich vorher an im Video, wann ich mal wieder Zeit habe und dass wir uns ein bisschen auf Discord unterhalten können. So, und jetzt reiten wir hier runter, Freunde. Das ist... Es ist so geil. Ich weiß das noch. Wir sind, glaube ich, mit Bonnie McFarlane hier runtergeritten, mit so einem riesigen Wagen. Sind wir hier runter, hier wackelt. Der Lobo. Hola. Na, was ist denn hier los? John! Die verdammten der Lobos! Pferd, die sind gleich da und dann gehe ich erstmal shoppen. Dann gehe ich erstmal richtig shoppen. Dass das arme Ding auch mal was zu fressen bekommt hier. Was ist denn da los? Junge, hier steht ja fast noch gar nichts. So, Jungs. Put your guns away.
Oh my, oh my. If it wasn't for you, sir, if it wasn't for you, how lucky we are. The hero we so required. Mm-hmm. Armadillo is indebted to you. Mm-hmm. Though I fear it may be beyond saving. I don't know what you made of that, but it was a close thing. And yep. In light of that, and the sad demise of this settlement, I am resigning my post. Now, you will see that I have packed my valise, but the accoutrements of my profession remain in my desk. Okay. So, die Kollegen werden erstmal schön gelootet. Freunde, wir sind einfach in Armadillo, aber ich muss das am Tag sehen. Ich muss das am Tag sehen. Ich schaue mir erstmal an, wovon der Sheriff da gesprochen hat. Schublade durchsuchen. Starker Magen, bitte. Okay. So, halt, da muss ich erstmal in die Tasche. Premium-Zigaretten alle wegwerfen. Ups. So, zeige ich mal her. So, und mehr ist hier nicht drin, oder was? Das mit dem Kram, was hier liegt, kann ich nicht nehmen. Okay. Waffenöl, wir können ja mal unsere Waffen ein bisschen flashen. Reinigen. Nice. So, dann hier. Legen, zack. Wird hier reinigt. Guckt ihr das an. Alles verschmutzt hier. Ist alles zu. Geht gerade die Sonne auf, oder was? Nee. Ich muss das ab dem Tag sehen, Freunde. Es tut mir leid. Wir gehen jetzt erstmal kurz deine Schläfchen machen außerhalb. Ja, gönn dir mal, Pfeffi. Ich hoffe, ich kann da überhaupt shoppen gehen. So. Schlafen. Bis zum Morgen. Let's go. Nice. Einfach nice. Dum, 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 dum. So. Lager brechen wir ab. Das für ein Rauch. Was denn hier los? Da
Das erinnert mich irgendwie an den Kannibalen, Freunde. Wisst ihr noch? Aus dem ersten Teil. Naja, gut, das ist jetzt gerade nicht das schönste Wetter hier. Aber wir laufen jetzt durch Armadillo einfach mal durch. Howdy. You, Mister. Morning, Mister. Howdy. You're working hard. Can't just sit around and wait to die. We got plague in town. Plague back in town. Ist das... Ich dachte gerade an Mr. Nigel West Dickens, aber das ist er nicht, oder? Oder ist er das? Nee. Howdy, Partner. Plague! We got plague in town. Plague back in town. Howdy. Good morning. Hey, Frank. Place is full of cholera. Head in there at your own peril. Well, half the town has died, and most of the rest have fled. Still? Sure. A few years ago it was the scarlet fever. Then it was the desert plague. Then typhus. Now the cholera. Bad business. Some folks say the whole town is cursed. Whole town's got cholera! Here. You can read for yourself. Thank you. Was steht denn da? Yeah, I wouldn't stand too close. I probably infected myself. Prima. Und das, nachdem Arthur an TB gestorben ist. Stay away. Okay. Zur Vorbeugung von Cholera. Mitteilung an die Bewohner von Armadillo. Zur Vorbeugung von Cholera. Veröffentlicht vom Gesundheitskomitee von New Austin. Trinken Sie kein Wasser, ohne es vorher abzukochen. Vermeiden Sie den Verzehr von Früchten. Prima. Bohnen und Gemüse. Trinken Sie Weinbrände in moderaten Mengen. Rauchen Sie ausschließlich guten und sauberen Tabak. Legen Sie Strümpfe und Stiefel beim Schlafen ab. Vermeiden Sie es sich, dass... Ja. Gleich. Vermeiden Sie es sich, das Badewasser mit anderen zu teilen. Schön. Selbst mit Familienmitgliedern kümmern Sie sich umgehend um Darmverstimmungen. Verrichten Sie Ihren Stuhlgang sauber und abseits der gemeinen Flächen. Ich hoffe, das haben die vorher auch nicht getan. Bewohner, die das Gebiet verlassen können, sollten dies tun. Im Auftrag A. Abbott. Down if you can. Come on, let's go. Hier sind wir damals angekommen, liebe Freunde. Hier hat alles angefangen. All right, all right. Schön, Freunde. Ich freue mich. Pest, Tod, Verderben, aber ich freue mich. Was ist hier noch los? Howdy? Hey, what's going on? What's the hurry? Disease is spreading, sir. It's taking everyone. I get well away from here if I was you. Yeah. Well, good luck to you. Na, jetzt ist auch zu spät, Freunde. Nice, ey. Und hier der Saloon. Ja, das ist mein Zimmer, liebe Freunde. Kommen wir hier. Ja, wir kommen rein. Hier, Freunde. Hier war mein Zimmer drin. Das ist so schön. Even the grave
once, I swear to God. Took her almost an hour just to decide she didn't want nothing. She probably just wanted to be inside, though. She's pretty far gone. That's just the way things are now. Get out of here, all of you. Get out of here. Howdy, fellas. Morning. Another day. So, wir nehmen erstmal einen schönen Whisky. Can I get a whisky? Enjoy. Beer and whiskey's about the only thing left that's safe to drink in this town. Na, dann rein damit. I should warn you, I'm sick, but so is pretty much everyone else around here. Apart from that son of a bitch who runs the general store. That might be the cruelest irony of them all. Cholera's a horrible business, mister. I wouldn't stay around here any longer than you need to. Especially if you got loved ones expecting you home. Anyway, sorry to be a misery, friend. A few more drinks and I'll have a smile on my face again. Mhm. Auf dich, mein Freund. Ja. Freunde, ich glaube, ich weiß, wer der Kollege da in dem Gemischtwarenladen ist. Howdy, Partner. Partnerinos. Hey! I thought there were some strong men in Armadillo! You have all gone in your shells! Good one! We told you we'd find you, old man! We're here to say hello! We can't hear you! Ihr könnt mir hallo sagen. Na, was ist denn mit dir? Mhm. Hey, no one gonna thank me? Naja, wer denn? Hier sind alle tot. So, jetzt können wir Armadillo nochmal in voller Pracht sehen. Ja, aber Freunde, General Store. Ich weiß nicht, ob es der ist, wo ich denke, dass er das ist, aber... Safer than outside, I can promise you that. Pomade and soap next to my counter if you're trying to woo one of them diseased folk out there. Pair that with a cigar in the corner. Ich weiß es nicht. Ist er das? Ich glaube, er ist das, oder? Who's that? I don't know. It's just a little portrait somebody gave me once. I always quite liked it. Why? No reason. Just seemed familiar. Anyway. Ach, da hinten das Bild. Wisst ihr, wer auf dem Bild ist? Der bekannte Unbekannte, liebe Freunde. Wir haben ihn damals im ersten Teil gesehen, mit Lucy zusammen. Und keiner weiß, wer das ist. Das ist Gavin. So, mein Freund. Vorräte, was hast du denn hier? Konserven, können wir uns mal ein paar gönnen. Try to keep it together while you're here, all right? Ja, komm, wir kaufen hier mal ein bisschen was von allem. So, dann noch schön was. Das Pferd. All right. So, gesalzenes Rindfleisch. It's all yours. Zartes Schweinefleisch, komm. Junge, herrlich. So, was gibt's hier noch? Ja. Schön für Deadeye. Guamarum, Gin.
Ich habe gar nicht mehr so viel Geld, sehe ich gerade. Verdammt. So, Pferdepflege. Outfits. Ah gut, das müssen wir jetzt nicht gucken. Everything you see here is as American as a bowl of Indian pudding. Great. That's all fixed then. So, können wir noch irgendwas verkaufen? You sure this is American made? Das habe ich ja jetzt alles bei ihm gekauft, aber zum Verkaufen habe ich nicht so viel, ne? Nee. Pomade braucht doch keiner. Ich will schön die langen Haare vom John wieder haben aus dem ersten Teil. Okay, meiner. Ja, du auch. So. Howdy. Morning to you, stranger. So, ich weiß gar nicht, ob wir hier noch irgendwas erledigen können in Armadillo. Do not enter, store closed. Die haben bestimmt auch im ersten Teil von irgendeiner Plage gesprochen mal, oder? Ich erinnere mich gerade nicht dran. Aber da ging es bestimmt mal irgendwann um eine Cholera-Plage. Hier, das kleine Kinohäuschen. So, wir sind jetzt auch kurz vor Ende, liebe Freunde. Ich check jetzt nochmal ab, ob hier vielleicht irgendwo noch was zu tun ist. War das wirklich alles, was wir da beim Sheriff im Schreibtisch finden konnten? Aber scheint ja so, ne? Okay. Gut, ich habe das Gefühl, dann sind wir hier mit allem durch in Armadillo. Howdy, partner. Hey, feller. Another day, partner. Ja, du sagst es. Hey, mister. We got enough to handle without you causing us more grief. Hey, was denn? Okay, Freunde. Lass mal auf die Karte gucken. Ja, wir können noch sehr viel entdecken, Freunde. Also das Spiel ist noch lange nicht vorbei. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Nee, ich glaube, wir sind jetzt hier wirklich so weit. Hello, ma'am. Another day. Sind jetzt erstmal so weit durch hier mit allem. Schau hier nochmal schnell. Howdy, howdy. Hey, mister. Oh, hi. Alles klar. Die Hühner. Schön. Okay, Freunde. Dann würde ich sagen, war es das erstmal mit Armadillo. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich stelle mich jetzt schön provokant noch hier in die Mitte der Straße. Das war das schöne Armadillo und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis morgen zur nächsten Folge. Ciao.